Wir starten heute in die vierte und letzte Episode von Starshine Legacy, diesmal mit Alex in der Hauptrolle. In dem Städtchen Jorvik sind finstere Mächte am Werk. Jemand schmiedet schreckliche Pläne, die nicht nur Jorvik selbst, sondern auch den Meeresgrund vor der Küste bedrohen. Aber die drei tapferen Pferde und ihre Seelenreiter sind bereits erwacht. Die eine besitzt die Kraft des Lebens, die andere kann in die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft sehen und die dritte kann die Grenzen der Realität überschreiten. Bald wird auch die vierte erwachen und mit ihr wird die Verwandlung der vier Mädchen vollendet sein. Aber es sind uralte Mächte, mächtige Kräfte, die ihr Unwesen treiben und was eigentlich der Rettung der Menschheit dient, könnte sich auch gegen sie wenden und den Untergang besiegeln. Die Zukunft ist ungewiss. Werden die guten Mächte sich behaupten oder wird das Böse die Oberhand gewinnen? Ja, ihr Lieben, das erfahren wir jetzt in dieser letzten Episode, in Episode 4. Und wir starten natürlich wieder in der Schule. Schlechtes Benehmen, oh oh. Alex kommt wieder mal zu spät zur Schule. Sie hatte dort in letzter Zeit viel Ärger und die Lehrer haben ein wachsames Auge auf sie. Das ist so unfair, weil das alles schließlich nicht an ihr liegt. Es passiert einfach. Und noch hat sie keine Ahnung, dass ihr heute jede Menge seltsamer Dinge widerfahren werden. Okay. Tja, wir kommen zurück. Da steht auch ihr kleiner Bruder James. James Cloudmill. Den auch jeder in Star Stable kennt, der Star Stable spielt. Anne hat mir erzählt, dass Buck und seine Bande hinter meinem Bruder James her sind. Ich muss ihn unbedingt vor ihnen finden. Ich hoffe bloß, dass Mrs. Graham mir keine Extraaufgabe gibt wegen der blöden Sache mit dem Auto des Direktors. Ich wollte doch nur den Motor etwas aufmotzen. Ich konnte doch nicht wissen, dass der gleich explodieren würde. Oh, Alex. Ist aber auch schon mal schwierig mit der. Hallo, Mrs. Graham. Oh nein, Mrs. Graham. Da bist du ja, junge Dame. Ich habe dich bereits gesucht. Ja, Mrs. Graham, was wollen Sie denn diesmal von mir? Sprich nicht in diesem Ton mit mir. Ich weiß, dass du ein sehr schlechtes Benehmen hast. Du brichst Schlösser an den Spinden auf, legst dich mit den Jungen an. Einfach unmöglich, wie du dich benimmst. Ich habe halt besonders viel Energie, wissen Sie? Muss immer in Aktion sein. Das habe ich gemerkt. Und deswegen wirst du nachsitzen. Geh sofort in die Bibliothek und setze deine viele Energie mal in nutzbringend ein. Lerne etwas über die Mineralvorkommen hier in Jorvik. Los, geh schon. Oh Gott, wie langweilig. Aber ich mache wohl besser, was sie verlangt hat. Sonst fällt ihr noch was Schlimmeres ein. Also, ab in die Bibliothek. Und da steht ja auch James vor. Läuft aber komisch hier. James? Hey, kleiner Bruder, was ist los? Ich warte darauf, dass mein Unterricht beginnt, aber Buck und seine Gang suchen mich. Er hat gesagt, er wird mich mit seinem Hockeyschläger verprügeln. Buck ist so ein Ekelpaket. Ich hasse es, wenn Kinder so gemein zueinander sind. Er ist nur so fies zu dir, weil du kleiner und schwächer bist als er. Nicht nur das. Er scheint eine riesen Wut zu haben. Ich weiß nur nicht, warum. Ich habe ihm doch nichts getan. Okay, Bruderherz. Geh Buck aus dem Weg, bis ich mit dieser bescheuerten Aufgabe fertig bin. Danach kümmere ich mich um ihn. Ja, hoffentlich geht das gut. Endlich. Du hast dir ja echt Zeit gelassen. Ich möchte, dass du drei Referate über die Mineralvorkommen in Jorvik ausarbeitest. Erst wenn diese Referate fertig sind, kannst du gehen. Himmel, das wird ewig dauern. Aber solange Mrs. Graham hier ist, kann ich nicht abhauen. Später werde ich mich rausschleichen, um James zu helfen, mit Buck und seiner Bande fertig zu werden. Also gut, ich fange mal an. Erstmal muss ich mir hier in der Bibliothek ein paar Bücher zusammensuchen. Boah, ganz ehrlich, drei Referate, das finde ich aber auch mehr als krass. Warte mal, da ist eins, das sticht so ein bisschen heraus. Das ist eines der Bücher. Jetzt brauche ich noch zwei weitere. Warte mal, da müssen doch noch andere sein, die so ein bisschen markiert sind. Das ist doch immer so. Da ist eins.
Das ist das zweite Buch, das ich brauche. So. Aber wir wissen ja, aller guten Dinge sind drei. Hier sticht aber keins besonders raus. Aha, hier. Das ist das letzte Buch, das ich für diese Referate brauche. Jetzt muss ich mich hinsetzen und sie durchlesen. Oh Gott, drei Bücher mal ebenso an einem Nachmittag. Die Lampen, die fand ich früher immer so cool. Also, schauen wir mal. Jorvik ist berühmt für sein vielfältiges Mineralvorkommen. Die häufigsten sind Zink und Kupfer, aber manchmal gibt es auch Gold und Silber. Moment mal. Hier steht etwas über unbekannte Mineralien, die auf einer Expedition vor fast 100 Jahren gefunden wurden. Über diese unbekannten Mineralien sollte ich mehr herausfinden. Dazu brauche ich aber noch mehr Bücher. Aha, gucke mal. Jetzt ist Alex Ehrgeiz geweckt. Da kann uns doch bestimmt Linda helfen. Die sitzt ja doch auch schon wieder. So. Okay, wir brauchen wieder drei Bücher. Linda, unser kleiner Schlaumeierberger hier. Die kann Alex doch helfen. Die weiß doch bestimmt auch viele Sachen aus dem Kopf. Oder nicht? Na gut, aber sie wird uns nicht helfen dürfen. Hey, cool. Vor tausenden von Jahren gab es hier mehrere rätselhafte Meteorschauer über Jorvik. Also stammen diese unbekannten Mineralien vermutlich aus dem Weltall. Na, das geht doch ganz gut voran. Aber über diese Meteore muss ich noch mehr rauskriegen. Wenn ich darüber noch ein paar Bücher finde, bin ich mit den Referaten zum Glück schnell fertig. Oh, Handy klingelt. Ich bin in der Bibliothek und kann jetzt nicht sprechen. Was ist los? Alex, du musst mir helfen. Buck ist hinter mir her. Du musst sofort kommen. Oh nein, da kommt er schon. Er hat aufgelegt. Ich muss meinen Bruder finden, bevor Buck ihm etwas antut. Aber wie komme ich hier raus, wenn Mrs. Graham mich doch die ganze Zeit beobachtet? Moment. Vielleicht kann ich Linda eine SMS schicken. Sie könnte Mrs. Graham ablenken und dann kann ich mich unbemerkt rausschleichen und James helfen. Zu senden der SMS. Linda, du musst mir helfen. Lenke Mrs. Graham ab, damit ich mich aus der Bibliothek schleichen kann. Es ist sehr wichtig. Ich erkläre es dir später. Und? Da kommt sie an, die SMS. Hallo, Linda? Erde an Linda, kannst du mal bitte dein Lernen unterbrechen und auf dein Handy gucken? Es ist wichtig. Ach so. Oh. Klar mache ich, Alex. Ups. Das war unser Handy, was er schon wieder gebiept hat. Toll, Mrs. Graham verlässt ihren Posten. Jetzt kann ich mich rausschleichen und James suchen. Oh, also die Lehrer hier, die sind auf jeden Fall nicht besonders wachsam. Normalerweise sollte man das locker mitkriegen. Okay, James muss hier irgendwo sein, aber ich muss dem Hausmeister aus dem Weg gehen. Wenn der mich sieht, meldet er das bei Mrs. Graham. Klingt doch irgendwie so ein bisschen wie so ein Räuspern. Graham! Da sind sie doch schon. Der Hausmeister ist auf der anderen Seite. Da sind sie ja schon. Und Buck hat sich schon über meinen Bruder James hergemacht. Hör sofort auf damit, du Feigling. Warum vergreifst du denn nicht an Gleichaltrigen? Ich kleb dir eine, wenn du es darauf anlegst. Ups, irgendwie ist er jetzt direkt weitergesprungen. Hey, cool. Vor tausend von Jahren gab es hier mehrere rätselhafte... Was? Das ist irgendwie verbuggt. Deswegen heißt er wahrscheinlich auch Buck. Kommt das wieder alles? Das ist irgendwie komisch. Alex, du bist so erbärmlich. Ich wette, ich könnte dich in jedem Pferderennen mit links schlagen. Okay, Katja, die Wette gilt. Dann machen wir das berühmte Wettrennen nach Scarecrow Hill. Wir starten beim Reitstall von Jorvik und der Erste, der einen Apfel vom Hügel zurückbringt, hat gewonnen. Einverstanden. Wir treffen uns nach der Schule beim Reitstall.
Danke, Alex. Buck hätte mich echt vermöbelt, wenn du nicht gekommen wärst. Dafür sind große Schwestern doch da, Bruderherz. Aber jetzt muss ich zurück in die Bibliothek, bevor Mrs. Graham was merkt. Und da hinten... Ach ja. Weiß, dass du schnell zurück musst. Will ja auch laufen. So, da hinten ist der Hausmeister. Der kommt aus der anderen Richtung. Hoffentlich verpetzt Katja uns jetzt nicht. Sprintet jetzt an uns vorbei in die Bibliothek. Hier, ich weiß was. Lisa ist immer noch damit beschäftigt, Mrs. Graham abzulenken. Prima. Okay, jetzt mache ich diese blöden Referate zu Ende und dann kann ich zum Reitstall, um es Katja zu zeigen. Muss ich nochmal mehr Bücher sammeln? Ja. So, das ist eines der Bücher, das ist noch eines der Bücher und... da. Gut. Und sie hat nichts gemerkt, sehr schön. Das ist ja komisch, hier steht etwas über Pandorium, ein Metall, das ausschließlich in Jorvik gefunden wurde. Und anscheinend hat es ein paar sehr merkwürdige Eigenschaften. Interessant. Endlich fertig. Jetzt muss ich das Zeug nur noch Mrs. Graham geben und dann gehe ich zum Reitstall, um Katja zu beweisen, dass ich besser reiten kann als sie. Das wird ihr eine Lehre sein, nicht immer so arrogant zu sein. So, wir haben alles. Hier sind die Referate, Mrs. Graham. Danke, du hast dir ja ganz schön Zeit gelassen damit. Echt, ey. So, das war auch schon das erste Level. Beim nächsten Mal geht es dann direkt weiter im Reitstall. Dann gucken wir mal, ob wir es Katja zeigen können. Also dranbleiben, macht's gut und bis dahin. Tschüss.